Hallo meine Freunde der wunderschönen Korallenriffe und willkommen zurück zu Let's Play Disney Infinity 3.0 Play Without Limits, und zwar das Playset von Findet Dory, also Finding Dory oder Findet Dory, je nachdem wie ihr wollt. Wir machen weiter und gehen natürlich auch ins nächste Level rein. Genau, so hätte ich das auch nicht besser sagen können. Vorher grüße ich aber noch den Basti, den Adam, den Justin und auch noch den Andreas. So, letztes Level beim guten alten Hank. Vielleicht dann eine Henkersmahlzeit vorher noch. genau, da sehen wir die Spezialfähigkeit des Tintenfisches oder des Einsiedlerkrebs oder so weiter. Können wir mit L2 aktivieren, das wissen wir sogar schon. Auf dem Bild ist Nemo abgebildet, auch den haben wir als Charakter. Und ich sehe gar nichts. Ah. Beeil dich, sie lassen die Tanks ab. Schnapp dir jeden, den du finden kannst. Uns läuft die Zeit davon. Oh, Panik. Panik, 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 ich bin wieder raus. Nein, ich darf nicht wieder raus. Okay, wir müssen nach vorne, wir müssen den Fischen helfen. Wir müssen den Fischen helfen. Und zwar schnell. Hoffentlich kommen nicht wieder diese Leute mit den Leuchten. Warte, kommst du mit? Was heißt warte? Komm besser mit. Wenn du nicht mitkommst, dann wirst du möglicherweise von irgendwelchen komischen Sachen hier ins Jenseits gepustet. Was du ja auch nicht möchtest. Auf der Karte wird sogar... Au. Ich wurde gefangen. Okay. Nicht clever. Nicht clever. Nein, Spieler 2 war ich nicht. Ich hab so falsche Dinge drauf gesetzt. Das ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch den zweiten Charakter auch noch. Oh Gott, jetzt kommt er genau raus, wenn wir Licht an ist. Das war natürlich auch wieder super. Nein! Wow, das war knapp. Das war sehr knapp. Ah, muss man auf die Karte schauen, dann sieht man die auch immer, die Fische. Sehr gut, sehr gut. Ich tippe mal, wir müssen wieder 20 bis 25. Ich weiß nicht genau, wie viel. Oh, verdammt. Hätte ich das andere Ding noch erst aktivieren sollen. Ja, ich hätte es definitiv erst noch aktivieren sollen, sonst komme ich hier nicht durch. Nein. 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 Die müssen sich schon. So, jetzt dürft ihr wieder gemeinsam drehen. Jetzt sollten wir hier auch hier rumkommen. Ach, wir müssen oben rum. Ich verstehe. Naja, erstmal müssen wir auf jeden Fall dem. Nee, wir müssen doch andersrum. Hä? Okay, wir helfen jetzt erstmal den Fischen. Wir machen das anders. Jetzt müssen wir doch irgendwie nochmal umdrehen können. Okay, die Musik ist schon sehr dramatisch in dem Part. Also zum Drehen müssen wir es auf jeden Fall bringen. Die Frage ist nur, wann wir es zum Drehen bringen. Ja, eigentlich jetzt wahrscheinlich. Dann ist zumindest oben passt es dann auf jeden Fall. Können wir oben durchschwimmen. Vom einem zum anderen oben schwimmen. Ah, doch, wir können doch... Okay, nee, Problem. Problem erkannt, Problem gebannt. Ja gut, dann holen wir halt erst wieder. Ah, okay, dann kommt man doch da durch. Das hatte mich irritiert, weil es mich vorhin immer weggehauen hatte, wo ich versucht hatte, da durchzukommen. Okay, dann müssen wir es noch einmal kurz deaktivieren oben und es dann nochmal ändern. Ja, das war jetzt nicht so. Nicht so ganz clever, ich gebe es zu. Genau, so brauche ich es. Dankeschön. Man schafft es irgendwie. Genau, jetzt schaue ich es nämlich, den hier zu holen. Dann kann ich noch den hier holen. Und dann kann ich hier raus. So war das gedacht. Jetzt haben wir schon 6 Fische gerettet von, wie gesagt, ich tippe mal 20, 25, je nachdem. Wir mussten eigentlich nur 4 retten. Das heißt, 2 haben wir sogar bonusmäßig noch gerettet. Aber es geht uns ja nicht hier darum, sondern nur irgendwie hier Ziele zu erfüllen. Sondern es geht uns natürlich darum, Fischleben zu retten. Das ist alles, was zählt. Warte, ich will den Krebs, ich brauche den Krebs, ich brauche den Krebs. So, da ist er auch schon. Ah, können wir auch noch was sammeln. Oh, das war sogar eine von den Münzen war da. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, was sind das? Puh, das war knapp. Was sind das denn für Dinger? Kann man sich hinter denen verstecken oder was sind die da? Scheint irgendwie da zu sein, um das Aquarium zu putzen oder so. Bin mir da nicht so ganz so sicher, für was die da sind. Auf jeden Fall sind sie gefährlich. Glaube ich. Vielleicht ein bisschen. Hier ist es sehr dunkel, so ist es gut. Jetzt kommen wir ja auch noch in Gebiete rein, die wir vorher nicht rein konnten. Oh, jetzt müssen wir das hier sogar kombinieren, unsere Fähigkeiten. Ich glaube, ich bin hier von der falschen Seite unterwegs, oder? Ich komme hier, glaube ich, nicht durch. Kann das sein? Ja, auf der Seite sind die roten Sachen. Die roten Sachen sind böse. Ah, jetzt kann ich hier sogar Lichtblitze erzeugen. Aua, der Gegner ist neu. Oder so blaue Fische hatten wir noch nicht gesehen vorher. Kommen wir da durch? Probieren wir es mal. Also, da habe ich zumindest grünes Zeug gesehen. Ich glaube, da sollten wir durchkommen. Ja, ich glaube, er frisst sich irgendwo durch. Ist auch gemein, dass man überhaupt nicht mehr sieht, was man hier überhaupt frisst. Hallo? Ah, jetzt mal durch. Jetzt besteht doch noch Hoffnung. Achso, dann kommen wir wieder da raus. Okay, da könnten wir theoretisch weiter. Wollen wir aber gar nicht.
blitzen wir noch ein bisschen rum hier, machen wir ihnen noch ein bisschen Angst, den Gegnern. Okay, da sind da Fische drin gefangen? Nee, oder? Nee. Würde uns ja auch angezeigt werden auf der Karte, wenn da noch irgendwo Fische wären. Dann sammeln wir das noch ein und dann ganz schnell weiter zu den nächsten Fischen. Die Hälfte der Fische haben wir schon gerettet. Da sind ganz viele im nächsten Bereich. 1, 2, 3, 4, 5 sind da sogar schon. Okay, zwei können wir gleich da holen da unten. Die sind... Ah, die können wir nicht holen, da müssen wir erst hier rum. Da müssen wir erstmal hier die Verstopfung lösen. So, drehst du dich jetzt wieder? Wunderbar. Bitteschön, wir helfen immer gerne. Jetzt versuchen wir den oberen Fisch uns zu holen. Mist, da kommen wir so nicht rum. Dann habe ich es aber auch mal geschafft, durch das Ding durchzukommen. Na, Gemeinheit. Das kann man es wahrscheinlich nicht durchfressen, oder? Ah doch, das geht. Okay, da kann man sich auch so durchfressen. Kommt jetzt! War zwar ein bisschen komisch, weil da eigentlich noch diese Wand dazwischen war, aber gut. Brauchen wir uns mal nicht beschweren. Kann er sich vielleicht dann nochmal festkrallen hier auch oder so? Ach, jetzt sind wir eh schon hier durch. Passt. Den nochmal aktivieren. Kann man nämlich dann außen rum gehen. Das macht die Sache dann auch leichter. Wenn man zu früh aktiviert. Jetzt müssen wir gleich aktivieren. Und zwar jetzt. Und dann nix wie durch. Verdammt, ich war zu langsam. 15 Fische haben wir schon. Wahnsinn. Sind aber auch immer die gleichen Fische, die wir retten müssen, oder? Die sind sich schon... Naja, wohl zwei verschiedene. Ne? Weiß gar nicht. Die sehen sich schon immer sehr ähnlich, die Fische, die wir retten müssen. Ein bisschen mehr... Auswahl wäre da auch schön gewesen. 8 hätten wir bisher nur retten müssen. Aber wir haben 15 gerettet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber jetzt haben wir ja auch alle Fähigkeiten, die wir brauchen, um Fische zu retten. Von daher geht es natürlich jetzt auch deutlich besser. Nein, 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 nein. Nein, ich wollte doch noch den Krebs einsetzen. Schauen wir mal, können wir trotzdem noch mal hochlaufen. Kann man nicht an der Wand laufen oder so. Na, verdammt. Ah, Licht. Vorsicht! Licht ist böse. Alles klar. Verdammt, da haben wir oben echt viel verpasst. Shit. Das ist ärgerlich, da wäre ich echt gern nochmal hochgekommen. Wow, wow, wow. Schnell in Deckung. Verdammt, da oben haben wir echt einiges verpasst, aber wir können leider nicht mehr zurück. Das ist echt ein bisschen schade. Naja. Aber hier kann man vielleicht durch. Vielleicht kommt man da. Oh ne, hier kommt man bloß in den Bereich hier wahrscheinlich rein. Wo auch nochmal zwei Fische gefangen sind. Jedenfalls sagt das die Karte. Ja, da sind. Da sind auch nochmal zwei Fische gewesen. 17 haben wir. Und da oben wären die. Einer wäre da oben gewesen. Ah, da fehlt uns wahrscheinlich dann ein Fisch oder so. Am Ende vom Level. Ein Fisch, den wir nicht bekommen haben. Das ist nicht sehr sympathisch hier. Oh, oh, wir müssen da oben hin. Versteck dich! Ich hab mich versteckt. War ganz schön knapp gewesen. Da hat man gar nicht mehr so viel Zeit gehabt, um dem Ganzen zu entkommen. Oh, hier ist bestimmt auch gleich wieder Licht angesagt, oder? Nee, nicht mal. Warum ist dann das Grünzeug da? Bestimmt müssen wir dann irgendwann wieder zurück hier. Mittlerweile kenne ich das Spiel schon. Jedenfalls so weit kenne ich das, dass es sowas gerne macht. Ich habe doch gewechselt. Ich hatte doch gewechselt, dachte ich. Naja. So. Einmal Fisch gerettet und hier gehen wir auch nochmal durch, auch wenn da kein Fisch ist. Müssen wir hier. Wie kommen wir? Ach, wir müssen rüberspringen, wahrscheinlich ins nächste Aquarium. Ja, wir müssen da definitiv rüberspringen. Brauchen wir aber ein bisschen Anlauf. Das geht besser. Ach, Nemo, weißt du. So. Oh, Hank. Konzentrier dich, du schaffst das. Hi, Hank. Hank ist cool, ich mag Hank. Hui! Nein, das ist doch. Sollst du da rüberspringen, Mensch? Ah. Geht doch. So. Nein, da nochmal darüber. Genau. Manchmal tun sie sich aber auch schwer hier mit dem Springen. Ich hab sie! Ja, du hast sie eben nicht. Wir brauchen nämlich. Müssen den nämlich betäuben, den hier, und dann den dicken reinrammen. So funktioniert das hier. Und jetzt haben wir auch schon 20 gerettet. Ja, das sind wahrscheinlich wieder 25, die wir retten müssen hier. Hatten wir ja auch schon mal ein Level. Es werden mehr, die wir retten müssen. Mist, oben komme ich nicht ran. Aber bleiben wir lieber nicht zu lang außerhalb des Wassers, sonst bekommt uns das für gewöhnlich nicht so gut als Fisch. Okay. Das sieht aus wie eine Herausforderung für Mr. Krabs. Wo ist er denn? Ach, ich bin in der blöden... Nein, ich bin in dem Ding gefangen. Nein! Okay, da wird man wieder komplett zurückgeworfen. Okay, wir merken uns, wir müssen den Dingern ausweichen. Nein! Verdammt.
So, schnell nach oben. Nein, schwimm doch hoch. Oh, Nemo. Nemo, was tust du denn? Ah, jetzt so kommt man darüber. Das war knapp. Viel zu knapp. Ich glaube, man muss ein bisschen mit Anlauf darüber springen, damit das klappt. Ein bisschen vorher hochspringen, weil er seinen höchsten Sprungpunkt irgendwo anders hat. Nein, nicht zurück. Nicht zurück. Nach vorne. Die Flucht nach vorne. Ist aber auch gemein hier. Es reißt einen immer so weit zurück wieder. Na komm. Nach oben, nach oben. Mano. Wie soll man denn da hochkommen? Ah, jetzt haben wir es. Jawohl, wir sind drüber gesprungen über das Mistding. Schön. Ja, jetzt gehe ich bestimmt nicht nochmal zurück. Okay, wie habe ich das geschafft gehabt? Weiß ich auch nicht genau. Aber irgendwie... Ah, man kann einen Doppelsprung machen mit dem Viech. Der kann Doppelsprung machen, wieso sagt mir das keiner? Das erklärt es natürlich. Und ist noch ein Fisch, den wir auch noch mit. Waren die vorher auch schon auf der Karte angezeigt? Oder war das, weil wir jetzt dieses eine neue Ding da freigeschaltet haben? Den Leuchtturm oder was das war? Irgendwas hatten wir da, glaube ich, freigeschaltet. Vielleicht hat dieses Host es gebracht, dass wir die Sachen jetzt sehen. Das könnte natürlich sein. Fischi, Fischi. Fischi, Fischi. Und erledigt, Fischi, Fischi. Den Fischi, Fischi erledigen wir auch noch. Nehmen wir uns hier noch ein paar Sachen mit. Zum Beispiel das da oben nehmen wir uns mit. Mittlerweile haben wir ja gar nicht mehr so viele Münzen. Wir wollen uns ja die restlichen Häuser eigentlich auch noch kaufen, die es gibt. Vorausgesetzt natürlich, wir finden ihre Bestandteile. Ja, du willst es wohl gerne erwischen. Aua, du schaffst es uns zu erwischen. Oben sind noch zwei drinne. Hier sind noch zwei drinne, irgendwo zwei Fische. Ach, da muss man von zwei Seiten muss man das da behaken, damit sich das wieder dreht in der Mitte. Das behakt mir aber nicht so. Ja, ihr bleibt für immer da drinne eingesperrt. Ihr könnt ja gerne drinne bleiben. Um euch ist nicht schade. Irgendwann verrostet ihr und dann ist auch wieder gut. Nein? Ist der euch auch mit dem Krebs festkrallen oder so? Weil manchmal klappt es nämlich, da durchzukommen und manchmal nicht. Das check ich auch noch nicht. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Das check ich auch noch nicht so ganz, wann das, wenn man das da immer schafft. Aber nicht, das war zum Beispiel schlecht. So, jetzt bitte wieder aktivieren. Einmal durchlassen. Danke. Und dann helfen wir den Herren und Damen Fischen auch schon. 24, ja, der eine Fisch. Der eine Fisch war es wieder, der uns gefehlt hat. Immer das gleiche mit diesen Fischen. Katastrophe. So, jetzt einmal nach rechts rüber, da geht es vermutlich weiter. Ja, nicht mal. Ich jetzt erwarte, dass es da rechts weitergeht. Habe ich mich getäuscht. Okay, dann müssen wir doch unten irgendwo weit. Wir müssen rechts oben weiter. Ja. Geht denn dein Weg raus hier oben? Hä? Was soll denn? Ach, da ist eine Röhre. Okay, die sieht man aber auch nur, wenn man auf die Karte schaut. Also die Röhre war schon sehr gut versteckt. Und durch mit unseren 16 Fischen. Da geht's weiter. Yep, da vorne sieht's gut aus. Da leuchtet's grün. Irgendwo ist dann unten noch ein Ziel. Ja, wahrscheinlich, wenn man alle 25 hat, oder? Lass mich raten, man braucht hier 25, um durchzukommen. Ja, nein. Hast du jemanden vergessen? Sieh lieber zur Sicherheit nochmal nach. Ja, einen Fisch haben wir vergessen. Ich weiß sogar, wo er war. Er kam nicht mehr zurück. Gemein. Naja, wahrscheinlich. Wow, das ist einfach toll. Wahrscheinlich hätte es auch noch irgendeine Möglichkeit gegeben, zurückzukommen, aber... Naja, dann halt nicht. Ja. Immerhin, immerhin. Oh, wir haben sogar eine neue Sachen für unseren Moro Bay. Laden freigeschaltet. Und Heldentaten haben wir auch abgeschlossen. Dann gehen wir mal in das vorletzte Level. Das haben wir auch noch hier. Oder wie gesagt, ich tippe, dass es das vorletzte Level ist. Ich weiß es ja nicht sicher. Da wird uns nochmal gesagt, dass wir Gegner einfangen können mit Blasen. Das wissen wir sogar, dass wir die Blasen einsetzen müssen, um die Gegner einzufangen. Nemo? Dory? Wo seid ihr? Ich kann euch nirgends sehen. Ich weiß nicht. Mir kommt hier nichts bekannt vor. Wir sind wohl durchs falsche Rohr geschwommen. Wir haben Probleme. Sie leeren das Streichelbecken. Und da sind noch Fische drin. Die werden zu Möwenfutter. Wir helfen dir, Bailey. Aber wo geht's lang? Wo seid ihr? Was seht ihr? Ich sehe Seetang. Ja, viel Seetang. Und wir sind direkt unter einem großen weißen Wal. Vermutlich ein Beluga. Oh, hey.
Okay, ja, das ist definitiv ein Beluga. Schnell, rettet die Fische im Streichelbecken. Es ist schon halb leer. Noch ist es halb voll. Komm, Dory, los jetzt! Richtig, zur Quarantäne! Das Streichelbecken! Zum Streichelbecken! Schön, also ein bisschen mehr solche Zwischensequenzen hätte ich mir schon gewünscht, den Playset. Die waren bisher ja immer eher etwas rar gesät. Du hast es geschafft! Und jetzt schaff schnell die Fische daraus, bevor sie im Abfluss verschwinden. Machen wir! Panik! Okay, die letzten drei Level sind so die Panik-Level, habe ich das Gefühl. Da sind wir hergekommen. Na, jetzt ist die Panikmusik auch wieder aus. Aber die kommt bestimmt gleich wieder, die Panikmusik. Früher oder später. Da oben sind auch schon die ersten Fische. Ja. Ich bin Nemo. Braucht ihr Hilfe? Wollen wir Freunde sein? Das hat mich gerade so an Cold Mirror, den Ron erinnert. So, also Harry Potter und ein Stein. Ah, ich kann noch spucken. Spuck doch, wenn du schon spucken kannst. Ich glaube, ich bin zu tief. Das ist alles so deep hier. Oh, also diese Passagen, an die, mit denen freue ich mich nicht so schnell an hier, glaube ich. Aber ich vergesse immer, dass ich den Doppelsprung ja kann mit dem Viech. Und wenn ich Doppelsprung kann und daran denkt, dass man den auch kann, dann... Das ist ein Fest fürs Auge. Dann geht das ja auch hier. Ja, aber nur, wenn man immer den Einfachsprung macht, dann wird es natürlich schwierig. Mein Controller vibriert hier auch schon ohne Ende. Na, jetzt geh doch mal... Geh doch hoch, Mensch. Krebs, kein Mensch, aber trotzdem, geh da hoch, bitte. Danke. Und jetzt noch darüber. Dann bin ich ganz... Dann bin ich ein glücklicher Fisch. Schwimm um dein Leben. Ah, nein. Wow. Falsche Taste gedrückt. Das war knapp. Viel zu knapp. Oh, da kommt jetzt bestimmt genau da raus. Ja, ich hatte es befürchtet, dass er genau da rauskommt. So, nehmen wir, weiter geht's. Kamera. Ach, danke. Haben wir Lebensenergie schon verloren gehabt? Nee, ich glaube nicht. Bis jetzt hatten wir uns noch ganz gut angestellt. Ah, jetzt kann man nämlich auch hier durch. Oh, es werde Licht. Mehr Licht. Au. Ah, doch, ich glaube, man kann ihn auch beschädigen, den Aal. Aber noch mussten wir keinen Aal besiegen. Okay, da können wir rein. Licht. Gut, auf geht's. Uiuiuiui. Oh nee, Vorsicht. Das ist nicht sehr nett. Das ist in der Tat nicht sehr nett. Au, oh, ich habe ihn doch am Kopf erwischt. Wieso stirbt er nicht, wenn ich ihn schon erwische? Blöder Aal. Ja, ich weiß, dass ihr da oben seid. Ich komme ja schon zu eurer Rettung. So, da bin ich auch schon. Hab euch sogar was eingesammelt. Orange getupfte Plattenkoralle. Okay, das habe ich nicht euch eingesammelt. Das habe ich eher in meinem eigenen Interesse eingesammelt. Ah doch, jetzt sammle ich die doch nochmal ein, weil wir jetzt noch viele Sachen freigeschaltet haben, die wahrscheinlich ganz günstig sind. Damit wir unser Häuschen hier, unsere Korallenriff hier auch noch verschönern können. Das war wirklich ein guter Anfang. Ich schnappe da was auf, was Böses. Ja, das ist definitiv nicht nett. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir denn in das obere Becken da rein? Okay, der alles. Nein, der geht jetzt hoffentlich nicht da rein. Gut. Das wäre kritisch gewesen, wenn er da reingewollt hätte. Wie kommen wir denn da? Hätten wir das da oben gekonnt? Wollen wir jetzt noch gerade ein Rätsel, wenn er hätte hochkommen sollen? Nein, wir sind nicht allein. Es kommt direkt auf uns zu. Immer diese Fische, diese gemeinen Fische. Au. Apropos gemeiner Fisch. Ah, da können wir die Strömung umkehren und dann kommen wir wahrscheinlich auch da oben raus. Das haben wir ja gerade eben. Egal, ich habe wieder voll Lebensenergie, sehr gut. So, jetzt sollten wir auch nach oben rauskommen, wo die anderen Fische sind. Die wir ja auch noch retten müssen. Hier kommen wir leider nicht durch momentan, weil das rote Zeug auf der falschen Seite ist. Au! Mensch, Flash. Wenn jetzt aber Flash oder so Blitzer hat, die Flash. Wow, okay, das hätten wir geschafft. Wow! Unglaublich! Kommt schon, hier lang! Cooler Flug. Und der nächste Fisch gerettet. Sehr schön. Yay. Yeah. Wir haben viele Fische gerettet. Vielleicht Fisch. Könnte ich noch tiefer gehen. Okay, diesmal sind es immerhin andere Fische, die wir retten. Hatte ich mich vorhin noch beschwert, dass wir immer die gleichen Fische retten, deshalb sind es mal andere. Irgendwas kommt da. Vorsicht! Ah! Und er sagt noch Vorsicht. So, Licht hätten wir auf jeden Fall, aber wir müssen es hier durchbohren und nicht nur Licht haben. Die tun uns nix. Ja, wir nehmen hier ja immer mehr mit. So, nochmal etwas Licht machen. Ja, schon praktisch, wenn man jetzt alle Fähigkeiten hat. Da kommt man auf jeden Fall schon etwas weiter hier. Kann man theoretisch alle Fische retten. Siehst du, du hast den Dreh raus. Mittlerweile ein bisschen. Ah, Vorsicht! Ah!
Ja, bis jetzt haben wir auch noch alle Fische. Du hast es halbwegs geschafft. Es fehlt also nur noch die andere Hälfte. Okay, wir müssen da nochmal drüber. So leid es mir tut. Oh, wow, 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 wow. Geh bloß weg, du Hand, du. Gemein, da geht die Hand da auch noch. Oh Gott, Vorsicht, die Hand wartet da. Ja, runter, 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 runter. Wow. Au. So tief kommt die Hand zum Glück nicht. Okay, das ist sehr bedrohlich hier unten. Ah, Gott sei Dank können wir hier auf der Seite wieder raus und müssen uns nicht nochmal mit der Hand rumschlagen. Das wäre noch schöner gewesen. Mal angreifen können wir die Hand nicht. Sobald wir die Hand berühren, ist aus. Oh je, sei bereit! Ich bin bereit, wenn du es bist. Bedrohliche Fische! Geht mir weg, ihr bedrohlich. Oh, ich hab doch fast getroffen gehabt. So. Ich wette, ich komm da durch. Schon wieder nicht getroffen. Ja, jetzt aber. Dich nehmen wir auch noch mit. Beziehungsweise euch beide, ihr seid ja sogar zu zweit hier. So, den haben wir auch noch weg, damit er keine Ärger mehr macht. Auch wenn da immer weitere kommen. Oh, das ist wieder eine Sprungpassage. So, wo ist er denn? Da ist er. Oh, die Fähigkeiten werden sogar recht häufig eingesetzt. Ja, wir sind zu tief. Da hat er. Das ist mir ja schon alles wieder viel zu deep hier. Und hopp, 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 nein, nicht runterfallen. Ah, Mensch. Wieso fällst du blöder Fisch immer runter? Beziehungsweise blöder Krebs. So. Oh, das war knapp. Oh, da oben wartet schon jemand auf uns. Nein, nicht wieder runter. Ah, au. Das hast du verdient, Krebs. Das hast du definitiv verdient gehabt. Nein. Der macht mich wahnsinnig. Der macht mich wahnsinnig. Und zwar auf ganzer Linie macht er mich dieser Krebs, ich sag's euch. Das Vieh ist schlimm. Das macht nie das, was man soll. Du mistige Schalentier, du mistiges. Jawohl. Ja, das wäre es jetzt gewesen. Da rausrennen und sofort erwischt werden. Das hätte es gepasst. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!